Servus Stefan, ihr habt eine relativ lange Winterpause gehabt. Im März geht's bei euch weiter. Was hast du denn deinen Jungs mit in die Winterpause gegeben? Einen Übergangsplan. Na, Spaß beiseite. Natürlich, dass sie die letzten beiden Spiele, das letzte Punktspiel gegen Fürth, das wir gewinnen konnten, auch das Freundschaftsspiel gegen Nürnberg, ja, das waren zwei ansprechende Leistungen. Und ja, mit dem guten Gefühl sollten sie in die Pause gehen. Haben jetzt eine lange Pause gehabt, konnten sich erholen und von daher sind wir aber trotzdem wieder froh, dass es jetzt losgeht. Siehst du das eher als Vorteil oder als Nachteil, dass die Vorbereitungsphase jetzt so lang ist? Ja gut, sicherlich hätte man jetzt im alten Jahr noch das ein oder andere Spiel absolvieren können, weil man sieht es jetzt, witterungstechnisch ist es natürlich jetzt schlechter, trotz alledem müssen wir es so nehmen, wie es ist. Die Vorbereitung wird gesplittet bei uns, das heißt, wir werden jetzt 3 Wochen trainieren, dann kriegen sie nochmal eine Woche Pause, die Jungs, und dann gehen wir in den Endspurt der Vorbereitung. Und bei dir persönlich, wie hast du Weihnachten verbracht und wie bist du ins neue Jahr gekommen? Ja, ganz ruhig, ja. Im Kreise der Familie zu Hause, ja, mit den Kids schön gefeiert, Weihnachten und Silvester auch, und die wilden Jahre sind vorbei. Irgendwelche guten Vorsätze? Guten Vorsätze? Ich war relativ brav 2016, also muss man nicht großartig was vornehmen. Für mich einfach persönlich ist das Ziel ganz klar, mit der Mannschaft so erfolgreich wie möglich zu sein, das heißt die Klasse zu halten und natürlich den Fußball herabzuholen.